oder? Merken muss, ja. Das ist auch, glaube ich, sehr wertvoll. Übertreiben. Frag mich, warum dieser Mallrat. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Aber man sieht schon, man kann hier ordentlich im Wald immer was klatschen. Was aber auch nur zum Vorteil geheißt. Bombs. Und Fleisch findet man wirklich an jeder Ecke. Kunden sollten wir uns auch noch nicht anlegen. Können es aber mal probieren. Sehr fein, sehr fein. Die müssten ja hier irgendwo sein. Können wir gleich erstmal wieder schön ordentlich Fleisch braten. Schön, sie sich immer an einem Plätzchen tun. So. Bis der letzte ausgeschlachtet ist, sag ich mal. So, hier geht's wieder in den Wald hinein. Können wir auch wieder einiges klatschen. Können wir richtig einiges klatschen. Gerade das mit den Fällen eignet sich immer zum Vorteil.
wollte ja wirklich auch nichts verkommen lassen. So. Erstmal die Beute einsacken hier. Denn das gibt gut, gab gut EP auf jeden Fall. Und bei Gothic zählt das Motto, jedes kleine bisschen hilft. Jetzt sind wir nämlich schon fast Stufe 10, Stufe 9. Und da wir Stufe 10 auch nicht mehr die nächste Stufe. Ist es natürlich von Vorteil, wenn wir schon mal Stufe 9 sind. Wieder zum alten Lager zurück. Ich glaube, hier auf dem Weg sind auch nur noch ein paar Skevies, von daher die Waage sind in dem anderen Teil des Waldes. Die Waage sind in dem anderen Teil des Waldes, ja. Glaube ich zumindest. What the fuck? Stört mich jetzt nicht. Von den Viechern Angst haben. Jetzt schlachten wir sie zuhauf. Naja. So. Den noch einsammeln und von dem noch die Krallen. Und. Ich will schon ein gutes Stück weiter. Mal das Gebiet ums Lager clear. So. Dementsprechend auch ausschlachten. Viecher. Ist bestimmt jemanden im alten Lager, der genug Kohle hat und einen guten Preis dafür macht. Ach ja, übrigens, was ich hier mal zeigen kann, ist, da wir ja die Truhe leer gemacht haben, das ist ein ganz nettes Feature. So, erstmal einen Heiltrank trinken, genau, und wollten uns erstmal gleich mal ein paar Tränke kaufen, wir haben ja so viel Geld. Und daher, wo ist sie denn? Da ist sie. Das ist einfach mal ein kleines nettes Nebenfeature. Stadtmusikant. Wahrhafter Bremer Stadtmusikant. Gut. Das passiert nicht. Ich halte mich da lieber raus. Wie gesagt, normalerweise würde ich hier in Extremo auftreten, ja, aber sich daran was ändern wird. Warum das aber in dieser Version nicht passiert, ist das schade. Aber nicht schlimm. Für Gommel! Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Sehr schön. Dann haben wir
das auch geklärt. Und jetzt können wir Karim auch nochmal aufs Maul hauen. So, machen wir nochmal unsere... Für Gomez! Fähigkeit besser. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Wie werde ich Meister im Öffnen von Schlössern? Nur wer schon einige Übung hat, merkt genau, wann ihm ein Dietrich abbricht und wann nicht. Du erkennst es am Geräusch. Ich denke, du bist jetzt soweit. Lerne auf das leise Klicken des Schlosses zu achten. Und du wirst nur noch selten das Pech haben, einen Dietrich zu verlieren. Ein Meister des Fachs hat eine gute Chance, eine Truhe zu öffnen, ohne dass sein Dietrich überhaupt abbricht. Jetzt haben wir nur noch einen Lernpunkt, den brauchen wir aber noch. Deswegen. Suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Naja, wir könnten jetzt Karim erstmal eine aufs Maul hauen. Und das nutzen wir natürlich. Was hast du? Langweiliger Kampf. Und warum wurde uns in den Arsch geschossen? Naja, anscheinend sollen wir ihn wohl doch nicht angreifen. Vielleicht ist es auch so, dass er... bezahlt wurde von den Leuten. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Komm schon, ich... Schade, wir können nicht mehr gegen ihn kämpfen. Das ist nun schon schade. Naja, egal. Jetzt gehen wir erstmal zu unserem kleinen Freund. Jackal. Für Gomez! Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. Wahrscheinlich hast du recht. Vielleicht hat Dexter ja ein paar Heiltränke zu verkaufen. Obwohl nein. Dexter müssen wir damit nicht behelligen. Wir gehen einfach in die Burg. Hey du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Dieser Typ, ey. Braten wir erstmal wieder ein bisschen Fleisch. Haben wir einiges bekommen. Aber gerade diese kleinen Details sind das, was Gothic ausmacht irgendwie. Das Fleischbraten und laute Spielen und Rauchen und Wasserpfeife rauchen und was weiß ich nicht sonst alles noch machen. Diese ganzen kleinen Interaktionen ist das, was Gothic so besonders macht. Auch diese ganzen Gespräche unter den Leuten und so, das ist einfach das, was an Gothic so fasziniert und fesselt. Diese lebendige Welt. Heutzutage ist es sowas ja normal, aber damals war das halt nicht
so normal.